Hi, du bist schwanger und freust dich total darüber. Wahrscheinlich hast du aber auch schon gehört, dass neben all der Freude, die du jetzt empfindest, viele Dinge auf dich zukommen werden. Unter anderem eben auch so gemeine Behördengänge. Und ich erzähle dir jetzt mal hier in diesem Video, wie du vielleicht besser durch den Antragsdschungel kommst und was du vor der Geburt schon alles berücksichtigen kannst. Gibt auf jeden Fall vier Dinge, an die du unbedingt denken solltest, jetzt vor der Geburt des Kindes auch schon. Erstens, und das ist ziemlich schwierig, solltest du dir eine Hebamme suchen. Zweitens, solltest du daran denken, wenn du nicht verheiratet bist, dass du mit deinem Partner die Sorgerechtserklärung machst und die Vaterschaftsanerkennung. Drittens, du solltest deinem Arbeitgeber vielleicht auch irgendwann mitteilen, dass du schwanger bist. Und viertens musst du natürlich daran denken, deinen Mutterschutz zu melden, einmal bei der Krankenkasse und bei deinem Arbeitgeber. Du findest das vielleicht total absurd, aber es macht auf jeden Fall auch jetzt schon Sinn, sich eine Hebamme zu suchen. Insbesondere dann, wenn du gerne eine Hebamme bei der Geburt dabei haben möchtest, eine sogenannte Beleghebamme, solltest du dich jetzt auf jeden Fall schon auf die Suche machen. Du kannst im Internet natürlich nach sogenannten Hebammenlisten gucken. Es gibt auch viele Städte und Kommunen, die auch direkt Hebammenlisten rausgeben, sodass du diese dann einfach praktischerweise abtelefonieren kannst. Was auch wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass du natürlich auch dir überlegst, wo soll mein Kind zur Welt kommen? Und auch jetzt ist es vielleicht schon ratsam, sich einzelne Kliniken anzuschauen, sich dafür anzumelden und das Geburtshaus, die Klinik oder was auch immer du dir vorstellst, schon mal kennenzulernen. Dafür gibt es zum Beispiel auch spezielle Kennenlerntermine. Die kannst du unter anderem auch auf den Seiten der Krankenhäuser finden. Und du kannst dir natürlich auch einen Klinikführer holen, damit du weißt, was möchtest du bei der Geburt haben, wie soll das alles ablaufen. Und du kannst dann am besten vergleichen und schauen, welche Klinik, welches Krankenhaus, welches Geburtshaus für dich in Frage kommt. Wenn ihr nicht verheiratet seid, ist es auf jeden Fall gut und wichtig und besonders auch für den Vater des Kindes, dass ihr vorher die Vaterschaft anerkennt und dass ihr auf jeden Fall euch auch entscheidet, ob ihr das Sorgerecht teilen wollt oder nicht. Dafür macht ihr am besten einen Termin beim Jugendamt im Vorfeld aus und geht dort gemeinsam hin, um die Vaterschaft und das Sorgerecht anzuerkennen. Wichtig ist auch, dass du natürlich deinem Arbeitgeber irgendwann mitteilst, dass du schwanger bist. Du bist nicht verpflichtet dazu, aber du musst natürlich bedenken, dass es unheimlich wichtig ist, dass dein Arbeitgeber auch Bescheid weiß, damit ihr bestimmte Vorsichtsmaßnahmen für dich treffen könnt oder vielleicht auch schauen könnt, wie es dir am Arbeitsplatz angenehmer gestaltet werden kann. Bis zum Mutterschutz ist es natürlich dann noch ein bisschen hin, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass du im Hinterkopf behältst, dass du 7 Wochen vor deinem errechneten Geburtstermin dir nochmal eine Bescheinigung vom Arzt geben lässt, die du dann teilweise bei deinem Arbeitgeber und natürlich teilweise bei der Krankenkasse einreichen musst, damit du dein Mutterschutzgeld erhalten kannst. Das Tolle in der Mutterschutzfrist ist, dass du auf jeden Fall auch Mutterschaftsgeld bekommen kannst. Wenn du ganz normal beschäftigt bist, kannst du von einem Teil von der Krankenkasse bekommen, einen Teil von deinem Arbeitgeber und das entspricht so etwa deinem durchschnittlichen Nettoeinkommen 3 Monate vor Geburt des Kindes. So, das war's für heute. Und wenn ihr diese 4 Punkte beachtet, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal vorgeburtlich gewappnet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben. Ich werde sie natürlich schnellstmöglich beantworten. Im nächsten Video sprechen wir über das Thema Elterngeld bzw. über den Elterngeldantrag. Bis dahin, tschüss, eure Tina.